Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut, dieses Buch zu schreiben. Während ich mein letztes Buch, einen Science-Fiction-Roman für junge Leser, geschrieben habe, habe ich schnell bemerkt, dass es mir keinen Spaß macht und ich die Zähne zusammenbeißen muss. Nachdem ich mich mehrere Wochen lang wirklich dazu zwingen musste, mich hinzusetzen und an dem Buch zu schreiben, war ich dann irgendwann so demoralisiert, dass ich mir einen Tag gönnen wollte, an dem ich einfach nur das aufschreibe, was mir durch den Kopf geht. Auch um mich selbst daran zu erinnern, wie viel Spaß mir das Schreiben eigentlich macht. Das Ergebnis des Tages war der schönste Tag, den ich jemals mit Schreiben verbracht habe. An diesem Tag entstand ein Dialog zwischen einem blauhaarigen Teenager und ihrem Vater, der nicht ihr leiblicher Vater war und auch nicht menschlich war. Früher hatte ich mal Angst davor, Dialoge zu entwickeln. Heute finde ich es so aufregend, weil ich finde, dass das der Moment ist, wo Leben in ein Buch kommt und die Charaktere zum Leben erweckt werden. Und diese beiden Charaktere wurden quasi aus dem Nichts lebendig. Und in diesem Ausmaß hatte ich das noch nie erlebt und musste unbedingt wissen, wer diese Charaktere waren. Das war der Beginn des Buches und nach diesem Tag kamen mir immer wieder Fragen zu diesen Charakteren und ich machte mich daran, sie zu beantworten. Bei einer dieser Fragen ging es um einen Wunschknochen, den die Vaterfigur um den Hals trug. Das war eine wirklich wichtige Szene für die gesamte Handlung und wurde lange zu meinem Arbeitstitel, Wunschknochen. Viele solcher kleinen Elemente, seltsame kleine Details sind mir in den Kopf gekommen und ich musste einfach dahinter kommen und mir selbst die Frage beantworten, was die Geschichte dahinter war, die Geschichte dieser Charaktere, und das hat den Spaß ausgemacht.